Hi Leute, heute wieder Quizduell rund um die Welt. Wie lautet der Name einer chilenischen Großstadt? Wie heißt Brasiliens berühmter Zuckerhut, wenn man ihn wortwörtlich übersetzt? In welchem Bundesland liegt Lübeck? Haha, gleich schlecht wie die Eleni Hillers. Jetzt machen wir den. Oh, super. Okay. In welchem Jahr schaffte Russland die Umstellung auf die Winterzeit ab? Welches Land traf nach der Katastrophe von Fukushima 2011 die drastische Entscheidung, 18 Atomreaktoren zu schließen? Genau. Welchen Wert hatte die Fruchtbarkeitsrate in Deutschland im Jahr 2010? Was wurde 2016 durch die Panama Papers aufgedeckt? Welcher US-Bundesstaat war eine unabhängige Monarchie? Oh, bin ich gut. Welche der folgenden Personen war nie Generalsekretär der UN? Wie hieß das Panzerschiff, das John Ericsson im Jahr 1862 entwickelte? Womit verbindet man Samuel Morse? Wer entwickelte 1858 die erste Trommelwaschmaschine? Welcher Schauspieler spielte noch nie die Rolle des Mr. Darcy in einer Verfilmung von Stolz und Vorurteil? Aus welchem Film stammt dieses Bild? Aus welchem Land stammt Al Pacinos Charakter Tony Montana ursprünglich im Film Scarface?
Von wo aus gehen die Fähren zur Freistadt in New York? Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundesstaates Florida? In welcher japanischen Stadt liegt das gut erhaltene Schloss aus der Nanbuko-Shō-Ära, das auf der UNESCO-Liste der Weltkulturerben steht? Zu welchem Land gehört diese Flagge? Mit welchem Land hat dieses Land die längste gemeinsame Staatsgrenze? Wie heißt diese Art von Regen? Wie wird dieser Kuchen genannt? Woraus wird das Gericht Kutteln gekocht? Was ist eine steirische Spezialität? Okay, das war's mal wieder. Bis bald. Tschüss.